Hallo zu einem neuen Video mit Flohmarktfunden. Ich war heute mit meinem Bruder auf dem Flohmarkt oder auf einem Flohmarkt, der was größer ist. Normalerweise war jetzt, weil das Wetter so ein bisschen bewölkt war, etwas weniger los, aber wir haben trotzdem einiges gefunden. Was seht ihr nach dem Intro? Wie gesagt, ich war auf dem Flohmarkt mit meinem Bruder. Das Wetter war bewölkt. Wir wussten nicht genau, gehen wir hin oder nicht. Wir hatten zwei Flohmärkte zur Auswahl. Wir können oder es beide waren oder hätten sich nicht gelohnt, weil wenn man zu einer gewissen Zeit nicht da ist, ihr kennt das sicherlich auch, dann lohnt sich der eine oder der andere nur. Es war wirklich wie zwei Richtungen. Und wir haben uns dann für den gefühlt etwas größeren entschieden und ich sage mal, ja, wir haben auch gut was gefunden und das will ich euch jetzt schön zeigen. Ja, es ist alles eigentlich dabei, viel Retro-Stuff, was Neueres dabei, ja, ach, von jedem etwas. Ich fange mal einfach mal an, ich fange mit Spielzeug an. Ich glaube, das ist das Einfachste. Und zwar lagen da, gibt es ja immer Lego auch auf dem Flohmarkt und ja, da gab es dann dieses neue Lego-Set von Jurassic Park oder Jurassic World Domination, dem neuen Kinofilm, so ein Promos oder so ein Mini-Set gibt es auch zu kaufen. Kostet, glaube ich, 4-5 Euro regulär. Wir haben jetzt 3,50 Euro bezahlt. Das ist neu. Ja, das war so Fund Nummer 1, kann man fast so sagen. Naja, die Reihenfolge stimmt nicht ganz, aber das ist so. Ich fange jetzt, wie gesagt, mit Spielzeug an. Dann gab es eine kleine Grabbelkiste mit alten Spielzeugsachen und da habe ich ein paar Teile gefunden. Ja, es sind jetzt nicht unbedingt in gutem Zustand, aber was soll's. Ich habe gefunden, das habe ich einfach mitgenommen, ein noch verpackter Ständer von der Star Wars Action Fleet, von diesen Micro Machines. Da gab es welche. Ich weiß gar nicht, zu welchem Fahrzeug das gehört. Ich habe es aber mir gedacht, das Ding ist eben halt der Ständer, die fehlen oft. Warum nicht mitnehmen? Das gab es mit zwei anderen Teilen für 1 Euro. Nee, nicht mal, 50 Cent. Also diesen Ständer und zusammen mit zwei G1-Transformern. Nicht vollständig und auch der ist kaputt. Einmal ein Springer, er ist auch schon so beschädigt, dass man ihn nicht mal mehr richtig verwandeln kann. Ich zeige Ihnen das einfach mal so. Aber den möchte ich auch noch mal richtig im richtigen guten Zustand haben für mich, für meine Sammlung. Der ist leider ungeeignet, aber ich konnte ihn einfach nicht liegen lassen. Das ist es so. Und auch so einen kleinen Micromaster, der ist heil, den habe ich aber auch schon. Das ist jetzt so eine, die Zugmaschine, da fehlt jetzt der Anhänger, aber der war da nicht bei. Und wie gesagt, die drei Teile für 50 Cent, da habe ich jetzt gesagt, komm, nehme ich mit. Da mache ich nichts verkehrt. Das ist einfach auch Nostalgie dann so ein bisschen. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Aber es ist schön. Und wann findet man Transformers G1 auf dem Flohmarkt? Ich habe schon seit Jahren das nicht mehr gefunden. Zwar kaputt, aber ach, was soll's. Es ist einfach nur das Gefühl, das mitzunehmen. Ja, mit etwas Älterem geht es auch weiter. Ich bin ein bisschen außer Atem. Wir sind wirklich gerade erst zurückgekommen. Ich habe, glaube ich, frühstücke nicht mal morgens vom Flohmarkt, sondern fahre dann gleich hin und frühstücke danach. Das habe ich gerade hinter mir. Ich habe dann nur aufgebaut. Die Sachen sind gereinigt, einmal kurz gecheckt, aber ja, das war es auch eigentlich bisher. So, aber wie gesagt, gefunden für 90 Cent eine Hörspielkassette und zwar Heidi. Das ist wirklich der Klassiker. Das ist das Cover von Volume 1. Und hier kommt das Lustige dann gleich auch dazu. Hier leider mit Edding war mal so ein Name ausgemalt worden. Das ist von der Firma Poli. Und diese Kassetten sind 1900, ich glaube, das ist sogar richtig alt. Was steht hier drin? Die sind 1977 erschienen. Und ja, es ist halt ein Sammlerstück, das ist dafür ist es auch am besten geeignet. Und die Kassette, also das ist Heidi Volume 1, also, beziehungsweise Episode, naja, die ersten zwei Folgen, glaube ich, pro Seite ist eine Episode. Das ist einfach der O-Ton der damaligen Zeichentrickserie, dieser Klassikerserie. Aber das Witzige ist, das ist Kassette Nummer 2. Ich hatte nicht diese Kassette, aber was soll's. Also, ich habe Hülle von Kassette Nummer 1 und Kassette Folge 2. Wie dem auch sei, für 90 Cent von 1977 kann man es mitnehmen. Ist auf jeden Fall was fürs Regal zum Hinstellen. So, was ebenfalls mega alt ist, aber irgendwie mich gereizt hat, für 3 Euro gab es das, ein Spiel. Ein zeitloses Kampfspiel.
Strategie. Ich meine, das Cover ist doch einfach Hammer. Einfach nur Hammer. Ja, ihr erwartet nicht zu viel. Das ist wirklich mega alt. Von Simplus, keine Ahnung. Ich finde das Cover echt toll. Das ist, Spielfeld ist wie so ein Schachspiel. Und entsprechend sehen die Figuren auch aus. Die Würfel, ihr könnt ja mal sehen, das sind so Spielfiguren. Es gibt so verschiedene Spielfiguren, wie so Türme. Sieht ein bisschen unanständig aus. Irgendwie hier auch so eine kleine Kappe. Zwei Farben, es gibt rote und es gibt blaue. Da gibt es Würfel und Würfel, habe ich festgestellt, sind vier verschiedene Würfel dabei. Alles verschiedene Zeiten. Ich vermute aber, dass der eine Würfel wirklich hier dazugehört. Und der vierte Würfel ist so ein Mikrowürfel, so ein Mini-Würfel. Der wird da nicht zugehören. Und ich weiß nicht, ich hab's noch, das muss ich noch checken. Ich weiß nicht, ob hier ein Würfel überhaupt dazugehört. Doch, es wird mit einem Würfel abwechselnd gewürfelt. Also es sind vier Würfel dabei. Aber nur einer gehört dazu. Also in dem Sinne sogar zu viel. Spielregeln, so ein richtiges altes Spielregelheft. Echt cool. So zusammengefaltet. Strategie Würfelschach nennt sich das auch. Ich gucke gerade, ob ein Datum da drauf ist. Ich weiß es gar nicht. Es ist auf jeden Fall 70er Jahre. Ihr werdet lachen. 1940. Das ist von 1940. Da ist schon mein Kopf am Räuchern. 1940, wie das sind? 80 Jahre? Ey, ist mit mir hier wirklich geschickt? Copyright 1940 drauf. 1940. So, dann wenn ich hoch 2000 sind 60, jetzt haben wir 20. Das ist 80 Jahre alt, das Spiel. 80! Schwitz, das ist das Älteste, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe, glaube ich. Abgesehen von meiner Oma, die ich wohl mal mitgenommen habe. Nein, Spaß beiseite, aber... Also, ein 80 Jahre altes Würfelschach. Nicht schlecht. Echt cool. Oder was sagt ihr? Also, schreibt mir das gerne. Gut, gehen wir wieder in eine moderne Zeit. Ich habe auch die modernen Games, aber ey, ich fand es witzig. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das in die Kommentare. Gut. Weiter geht es mit, ich wechsle mal zu Comics. Ich habe Comics gefunden. Ich bin ja ein großer Comic-Fan und ich habe, das war 3 Euro, habe ich erzählt. Ich habe 3 Comics gefunden von den 4. Die 4 ist eine franco-belgische Comic-Serie, die ist im Carlsen Verlag erschienen. Um 1980 herum, glaube ich. Ich habe die auch in meiner Kindheit gelesen. Das ist ja 1977, zweite Auflage sind das, also in den 70er Jahren erschienen. Es ist eine sehr gute Serie, die 4. Ihr seht hier die 4 und hier hinten auch nochmal die 4 mit ihrem Hund Oscar. Die 4 waren, die Deutschen haben das aufgeteilt. Das Wort 4 ist eben halt die Namen. Jetzt gucke ich kurz. Genau. Also, V für Valentin, der junge Mann. Inge für das Mädchen. Ergo für den Schlauen, das ist das bisschen. Und Rolli, der Fressmops. Also sehr klischeehaft, aber tolle Geschichten. Also da gibt es einmal das Nachtgespenst, eine wirklich großartige Geschichte. Das ist, glaube ich, Nummer 4 oder so. Nee, da sind noch gar keine Nummern, das ist noch die allererste, die zweite Auflage, da gab es das noch nicht. So, dann habe ich und der Kuroku, auch eine sehr geniale Geschichte. Also auch eine meiner Lieblings, noch einen recht guten Zustand. Also die gab es für 5 Euro alle zusammen und das ist echt toll. Und das ist auch eine tolle Geschichte. Auch hier zweite Auflage von 77. Und die ist damals im Tintin-Magazin, also Timo Struppi-Magazin in Frankreich oder Belgien erschienen. Und Tim und Struppi haben sogar einen Gastauftritt in dem Album Die Vier und die Heilige Kuh. Auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, ich finde es echt klasse. Die Seeschlange war auch meine erste Kindheitsgeschichte. Das ist jetzt hier
nicht im perfekten Zustand, aber eine auch großartige Abenteuergeschichte. Gut, der Zustand dieses Buches ist ein bisschen mitgenommen, da ist auch gebrochen, aber hier fehlt nichts. Das ist doch, hier fehlt schon die allererste Seite mit den bisschen, aber für den Preis, da sage ich nichts. Das ist auch die allererste Auflage, müsste das fast. Nee, hier hinten steht das. Doch, das allererste Auflage von 73. Hier hinten ist das mit drin. Also das heißt, es fehlt wahrscheinlich doch nicht so eine Vorseite wie jetzt hier. Die habe ich jetzt hier drin nicht gesehen. Kann natürlich sein, dass sie drin war und rausgerissen oder fallen ist. Die allererste Auflage. Der Unterschied, den ihr auch seht in den Auflagen. Roter Buchrücken, grüner Buchrücken. Also, und hier seht ihr auch, es waren erst vier, ja, aufgelistet. Und dann steht hier bei zwei sogar noch 1974. Das heißt, das ist noch vorher erschienen. 73, das waren gerade im Druck. Also richtig toll. Erste Auflage hat 4,80 Mark gekostet. 4,80 Mark, Wahnsinn. Diese Comics sind übrigens nicht mehr erhältlich. Die sind zurzeit wirklich nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen. Und solche Klassiker jetzt, da kann ich, wie gesagt, fällt mir nichts zu ein. Ich mache sie doch mal zu einem. Es kommen jetzt hier gleich noch eine ganze Menge, was ich aufbaue. Ja, ach, ja, Kindheitserinnerung pur. Und dann gab es noch einen Comic. Passt auch dazu. Die Schlümpfe und die Zauberflöte. Das ist jetzt kein reines Comic. Das ist so ein, ja, ein Buch nach dem Zeichentrickfilm. So, da wird die Geschichte wiedererzählt vom Zeichentrickfilm. Es gibt ja eine Zeichentrickverfilmung des Comics und die auch hier manchmal im Kinderprogramm läuft. Sehr schön. Und das ist so ein, ja, ein Lesebuch dazu mit Bildern, gemischt aus dem Comic und aus dem Cartoon. Und einfach nur klasse. Habe ich noch nie gesehen. Und als, ja, Fan von solchen Comics musste das sein. So, weiter geht's mit Filmen. Und jetzt kommen gleich richtig interessante Sachen. Erstmal ein Film, der wahrscheinlich hier sagt, warum nimmst du diesen Scheiß mit? Mein Bruder wollte ihn mitnehmen. Gab es für 2 Euro, glaube ich. Das Buch hat hier 50 Cent gekostet. Genau. Für 2 Euro. Knights of Blood Steel mit David James Elliot, Natasha Malte, Christopher Lloyd. Christopher Lloyd macht alles weg. Ist ein Fantasy-Film. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist ein Fantasy-TV-Film. Aber für den Film hier ist jetzt hier im Stile von Aragorn und Herr der Ringe. Aber mit Christopher Lloyd, mit Doc Brown, also da macht man doch nichts verkehrt, oder? Leute. Gut, weiter geht's. Schlümpfe passt ganz gut. Gefunden noch auch für, glaube auch, nee, für 1,50 Euro. Die Schlümpfe, Smurfy Hollow. Eine schaurig schöne Spukgeschichte auf DVD. Das ist jetzt im Rahmen des damaligen Kinofilms, gab es ein, ja, ein Special eben halt, ein Holiday. Nee, Quatsch, ein Halloween-Special und das ist eben halt so ein 25-minütiger TV-Film. Der lief nur im Fernsehen, aber der ist auf DVD rausgekommen und da, ja, für die Sammlung musste der einfach mal sein. So, und jetzt kommt es mit Filmen auch richtig weiter und ihr werdet sicherlich sagen, wow, ich habe Videokassetten gekauft, VHS. Ihr werdet lachen, ja, VHS, warum kaufe ich VHS? Das sind, glaube ich, 2, 4, 6, 18, ach, egal, über 10 Kassetten, haben alle zusammen 20 Euro gekostet. Ja, aber das sind richtig coole Stücke und gerade für Sammlungen. Also ich nehme einfach mal querback weg. Die Hülle ist leider ein bisschen beschädigt, ihr seht. Und zwar Turtles, die UFOs sind gelandet. Ja, von den Animationsfilmen, das ist jetzt hier Nummer 11, 2 Folgen drauf. Ist leider ein bisschen angeditscht, aber ich meine, das ist halt das, was cool ist. So, weiter geht es. Ich guck mal ein bisschen, damit ich ein paar die coolen Sachen finde. Ja. Dann habe ich hier den Power Rangers. Power Rangers, das Geheimnis der Kristalle, die Entführung. Das müssten 2 Episoden sein. Das ist hier, glaube ich, aus als Power Rangers 3 steht hier drauf. Ich hoffe, das ist überhaupt der richtige Film. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es gab nur 2 Power Rangers. Ich vermute mal, es ist der richtige, der als 3. Film da oder wie auch immer gelistet wurde. Na, willst du noch zugehen? Jetzt kriege ich es nicht mehr zu. Doch, so. So rum. Hier wird jetzt, steht jetzt nichts mit 3. Warte mal, hier ist doch eine Nummer.
112 minus 3, ja, das ist auch die richtige Kassette. Ja, wann findet man die auf Videokassette? Und das sind ja jetzt mit RTL-Werbung und werden wohl 2 Episoden sein der Sache. Aber ich habe sie mitgenommen, weil ich, ja, für Sammler ist das echt ideal. Für zum Gucken, glaube ich, hat man das heutzutage digital, aber gerade die manchen Videokassetten sind ja in dieser Richtung echt was Besonderes. Und deswegen auch was Besonderes gleich ist Turbo, der Power Rangers Film. Kommen wir weiter mit den Power Rangers. Ja, einziger Haken, die meisten Videokassetten sind nicht zurückgespult. Das heißt, ich muss mir jetzt einen Videorekorder irgendwo suchen, wo ich sie alle zurückgespult bekomme. So. Ja, also wie gesagt, ungefähr 2 Euro pro Stück. Lässt sich machen. Gar nicht so schlecht. So, weiter geht es. Ich habe hier echt ein paar schöne Sachen. 2 Batman-Videos. Und zwar Batman und Mr. Freeze, Eiszeit, in so einem Pappschuber. Nicht schlecht. Hat man auch nicht so häufig. Ja, und Batman 3. Ich weiß gar nicht, welche Serie das ist von Batman, muss ich ehrlich sagen. Es gab so viele verschiedene. Die ist jetzt hier auch von 1993, die Kassette. Hat nur 5, 6 Folgen hier drauf. Nee, kann das nicht sein. Es müssen Kurzgeschichten sein mit Batman, weil es sind 41 Minuten und hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 Titel wie Der Computerverbrecher Teil 1 und 2, Die 1000 Gesichter des Riddlers, Könige der Unterwelt 1 und 2, so ein Zirkus. Also in dem Sinne denke ich mal, sind das so kurze Batman-Cartoons. Aber egal, habe ich noch nie gesehen. Es war bei einem gleichen Stand, da hat jemand seine Sammlung ausgedüngt und die Mama durfte es verkaufen. Wahrscheinlich konnte der das nicht mehr ertragen, dass jemand anders sie kauft, wie auch immer. Naja, weitergefunden. Ach, fang ich mal an weiter. Habe ich auch noch nie gesehen, aber gibt es auf Videokassette. 2x Highlander von dieser Animationsserie im Tal der Dornenschoten, Volume 1. Versuchen wir mal dahin zu bauen. Und Volume 3, Das Geheimnis der Wüstenstadt. Ja, dann gab es, das wird viele freuen, Street Sharks Nummer 8, Haijagd. Ja, zu Turtles, da darf auch Street Sharks nicht fehlen. Dann 2 Folgen oder 2 Kassetten von Johnny Quest. Das ist die neuere Serie. Es gibt eine aus den 70ern von Hanna-Barbera. Das ist eine schon etwas, die etwas neuere von 1997. Ich finde die großartig, richtig tolle Serie. Bisschen mit Science Fiction und Computertechnik. Deswegen heißt es ja auch meistens die neuen Abenteuer von Johnny Quest. Flucht in den Cyberspace. Ich finde die Cover geil. Findest du nicht geil? Und hier haben wir Das Wahlinternet. Auch ein geiles Cover einfach. Habe ich noch nie gesehen. Einfach klasse. Ja, musste sein. Na, ich versuche mal gerade ein bisschen Platz zu machen. Jetzt habe ich den Transformer runtergeschmissen. Weil ich hier nicht so viel Platz... Sekunde. Ich habe hier einen kleinen Tisch stehen, wo ich die Sachen drauf habe, damit ihr die noch nicht seht. So, jetzt habe ich es aufgehoben. Eine letzte Kassette, Videokassette gab es noch. Ja, ich wusste, die Serie gibt's, aber Mega Man, Dr. Willis Traummaschine, Volume 3, nicht schlecht. Also ich wusste, die Serie gibt es, aber dass sie auch auf Videokassette ist, ja, war für mich auch neu. So, der Tisch ist voll. Fürs Endbild muss ich sowieso 2x räumen. Deswegen geht es einfach nahtlos weiter. Es gab Games, eine ganze Reihe Games. Das halte ich mir nochmal zurück. Achso, ja, die Videokassettenpreise habe ich genannt. Genau, zu Games, wirklich habe ich alles dabei. Da haben mich verschiedene, waren wir bei verschiedenen Händlern. Nein, Händler will ich nicht sagen, zwischen Privat und Händler waren dabei. Bei einem, ja, Halbhändler kann man sagen, da gab es auch die Blu-ray hier von Knights of the Bloodsteel. Gab es in dem Sinne, glaube ich, auch, nee, das, die hat 3 Euro, auch 3 Euro, das PSP-Spiel, diese Collection mit Beats, was ist da drauf, Powerpack, Beats, Flow und Symphonefilter Combat Ops. Und gerade darum ging es, um das Symphonefilter. Das ist deswegen auch ab 18. Und ja, einfach kultig. Alles im Top-Zustand, Handbuchs dabei. Ausprobieren müssen wir es noch. Wie gesagt, ist alles sehr frisch.
nach dem Besuch, dass ihr das jetzt zu sehen gekriegt. So, dann gab es ein paar PC-Games, die gab es für 50 Cent das Stück. Sind eigentlich Big-Box-Games, aber ja, manchmal nimmt man die Sachen ja mit. Und hier haben wir jetzt Gunship von Microprose. Sagt euch nichts, ist ein Hubschrauber-Simulator, aber ein Handbuch, wie gesagt, dabei. Ist jetzt nicht im besten Zustand, aber manchmal nimmt man die Sachen für den Preis einfach mit. So, genau, hier haben wir das Handbuch von und das ist dann Armored Fist 3, so ein Panzer-Simulator. Da gab es dann auch die CD mit Tastaturaufleger dabei. Ja, lässt sich auf jeden Fall sehen, das wird später nochmal richtig aufgebaut. Und was da lag, und das ist schon, finde ich, ist etwas seltener, ein Lösungsbuch zu dem Strategiespiel Outcast, der Reiseführer durch Adelpha. So ein Markt- und Technikbuch, das ist dann eben halt, ja, schöne Tipps und Tricks zum Spiel. Ja, gab's, glaube ich, je 50 Cent, also, oder noch, das war also wirklich rausgegeben. So, und jetzt kommen wir schon zu richtig schönen Klassiker und zu PC-Spielen. Ne, PC-Spiele war ich ja gerade. Zu Konsolenspielen. Und will ich Highlight? Ja, ich mache ein Highlight. Ist ein teures Highlight gewesen. Hat um die 50 Euro gekostet. Fatal Frame. Fatal Frame ist, Maiden in the Water ist der englische Name von Project Zero. Das ist ja das Remake, beziehungsweise das Remastered der Wii U-Version. Auch für die PlayStation 4, für die neuen Konsolen in verbesserter Grafik. Bei uns in Deutschland ist es nicht physisch erschienen. Ja, es gab es da beim Händler, muss ich dazu sagen. Ja, und dann hat mein Bruder gesagt, das möchte er gerne haben, wollte er sowieso schon haben. Wir haben nachgeguckt. Wir hätten online bei eBay und Co. um die 70 Euro bezahlt und jetzt haben wir für, ich überlege gerade, ja, für um die 50 Euro haben wir es mitgenommen. Das ging dann wieder. Das war also wirklich dann in Ordnung. Ja, und dann, ich gucke gerade, ob wir das, das ist jetzt alles von einem Händler. Insgesamt waren es 100 Euro, kann man sagen, das, was jetzt alles gekommen ist, zusammengerechnet. Ich müsste jetzt auseinandernehmen, was es ist. Eins, ihr werdet sehen, da ist ein Teil, was teurer ist, auf jeden Fall. Aber ich versuche mal ungefähr so den Titelpreis, was er vorher haben wollte. Und zwar für dieses Nintendo DS-Spiel From the Abyss, ein RPG, Hack and Slay Spiel, wollte man 15 Euro einst haben. Und ja, ich kann noch nichts dazu sagen, wie gesagt, aber mein Bruder wollte das unbedingt haben, hat er auf seiner Liste gehabt. Und für 15 Euro ist es so der gängige Preis, so 15 bis 20 Euro, das ging dann. Wie gesagt, war ein Händler. Wir gucken selten bei Händlern, müssen wir dazu sagen, weil oftmals sind die bei uns in der Gegend nicht wirklich schön. Die sind entweder sind die abgefranst, die Spiele, dass sie wirklich nicht mehr schön anzuschauen sind. Oder es sind solche Händler, wo man sagt, die kriege ich auch für Neupreis bei Amazon und Co. Oder ich gucke dann doch lieber bei Kleinanzeigen, wie auch immer. Diesmal ging es, wir hatten Glück, bei dem war es ein Zufall, weil wir hatten geguckt und haben wir dann auch verglichen. Und wie gesagt, 70 Euro ist Standardpreis, weil es ja auch importiert wurde bei vielen. Und wir haben es jetzt für 50 Euro, das ist dann auch guter Kurs, weil es kostet, wie ich sagte, 70. So, und ich fange gleich mit dem Highlight an. Warum mein Bruder da auch hängen geblieben ist und er musste das haben und ich muss jetzt mal richtig, dass ich richtig durchpeile. Ich glaube, er wollte so 50 Euro dafür haben. Und da hat er es mit, mein Bruder gehabt, mitgenommen, weil er es noch nicht hatte. Und zwar Mario Party 1. In OVP. Modul, Inlay und Modul ist dabei. Modul sieht sehr gut aus. Handbuch fehlt leider, muss ich dazu sagen. Die OVP, ja, hier ist die Lasche halb abgerissen. Da muss man aufpassen. Da kommt eine schöne Schutzhülle rum noch. Aber es fehlte meinem Bruder in der Liste. Und in OVP, egal in welchem Zustand, ist das fast gar nicht mehr zu kriegen. Und da haben wir, oder hat er sich gesagt, da muss ich es mitnehmen. Es ist natürlich eine Überlegung in so einem Zustand, aber ja, er braucht es unbedingt. Ja, und während er da gerade gesprochen hat, bin ich so die PlayStation 1 Kiste durchgegangen. Und bei der PlayStation 1 Kiste, ja,
ich überlege gerade, wie ich das sage, ich bleibe da manchmal eigentlich nur grob hängen, weil oftmals ja die billigsten Sachen abgewranst sind. Aber diesmal waren da auch CDs, die nicht so abgewranst sind. So, und erstmal finde ich dazwischen ein Dreamcast-Spiel, das wir noch nicht hatten. Ist jetzt nicht im perfekten Zustand, aber das ist Soul Fighter. Soul Fighter, da wollte er, für das Spiel wollte er 10 haben. Da hat er hinten leider einen Aufkleber drauf, den muss ich noch versuchen wegzukriegen. Das ist so ein Papieraufkleber, mal sehen, ganz vorsichtig. So ein, ja, sieht ein bisschen nach einem Rollenspiel aus. Aber das hatten wir noch gar nicht. Und ja, für einen 10er haben wir gedacht, komm, dann nehmen wir es auch mal mit. Ist ein bisschen mitgenommen, weil oftmals ja auch die CDs schon ein bisschen Feuchtigkeit haben. Man sieht ganz leicht, dass sie schon mal ein bisschen Feuchtigkeit ausgesetzt waren. Aber es ging eigentlich, das ist alles sonst in Ordnung. Und das hatten wir eben noch nicht. Deswegen fand ich es echt toll. Naja, musste in die Sammlung. Oder muss für die Sammlung muss das sein. Naja, und dann gab es auch ein Spiel, was wir nicht hatten, aber was wir auch auf unserer Liste hatten, was wir auch gerne spielen wollten mal. Und zwar Magic Carpet von Bullfrog. Auch ein Klassiker eigentlich. In einem Top-Zustand. Die CD ist Top-Zustand. Das Handbuch, ihr werdet nicht glauben, es ist ein Schinken. Wahnsinnig dick, schwer. Und ja, das sollte auch 10 Euro kosten. Und ich muss sagen, eigentlich waren es recht faire Preise für PlayStation-Spiele. So, jetzt kommen noch 4 Spiele und dann war es das auch für heute. Dann werdet ihr zum Abschluss nur noch mal alles so ein bisschen begutachten können. Ja, und dann gab es da Spiele, wo ich gedacht habe, okay, ich fand sie interessant, aber ich wollte sie eigentlich nicht mitnehmen. So, weil, ich zeige euch das mal bei dem Spiel, was ich als erstes gefunden habe. Ich sah so Cold Blood. Cold Blood, das Revolution-Spiel, und ich bin ja ein Revolution-Software-Fan durch Baphomets Fluch, das sind die Macher von Baphomets Fluch, und ich hatte das Spiel ja auch schon auf PlayStation und dachte mir, okay, komm, naja, ihr kennt das ja, da sind dann, weil die Höhen, diese tollen Höhen kaputt sind, werden da die in die Jewel Cases gepackt und ja, das Handbuch dazu oder entsprechend. Ja, meistens die CD und Handbuch oder was übrig bleibt davon sozusagen. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann erstmal nur das kurz geguckt und dann lege ich das sozusagen andersrum und dann fällt mir auf, das sind die Promo. Das heißt, da gab es auch nie ein Backlay, also eine Rückseite, sondern meistens ist es so, dass diese Promos an die Journalisten gegangen sind oder an Magazine, die dann das zum Testen bekommen haben. Das heißt, ich habe jetzt hier schön diese Promo. Hier steht auch Deutsch, das ist die deutsche Promo. Das heißt, es gibt wohl auch mal eine englische Promo. Könnt ihr hier sehen. Ja. Und dachte ich, ja, das muss in meine Sammlung. Als Revolution-Fan muss das, diese Version ja auch noch in die Sammlung. Damit habe ich echt was nur weiteres. Und ja, und dann fragte ich, was er haben wollte. Und das war das allererste. Dann habe ich die anderen 2, 3 CDs, die ich, 4 CDs, die ich dann noch habe, mitgebundelt und ich habe dafür 4 Euro bezahlt. Ist ein guter Kurs, weil die PlayStation-Spiele sind ja auch schon teuer geworden und für Promos, und der hat das gar nicht so gemerkt, dass das die Promos sind und dass die wahrscheinlich auch teilweise etwas wertvoller wären in Sammlerkreisen, sag ich mal. Aber ich habe jetzt von Cold Blood mit Handbuch und die Promo, wie gesagt, mehr gab es da nicht, echt bekommen. Ja, und weil da die Promo war, und man fällt ja nicht auf, ihr seht ja, Jewel Case, da guckt man ja nicht so gründlich nach. Und ich denke, dann guck doch mal die anderen Jewel Cases nach, die da sagen. Und da waren noch einige und die besten habe ich mir rausgenommen. Es gab natürlich auch noch Fußball und so weiter. Das wollte ich nicht. Aber 4 Stück habe ich noch gefunden. Und die müssen aus einem Redaktionsbestand oder ähnliches sein. Denn die hatten, ich habe es einmal auf einmal noch draufgelassen, nur ein Aufkleber mit so einer Nummer drauf. Und hier habe ich jetzt Tiny Tank. Ein YouTuber hat gerade mal ein Video gehabt, fand das wohl ganz lustig. Ich kannte, hab's noch nicht. Und ja, ihr seht auch hier die Promo. Ja, also im Endeffekt dann nochmal je, ihr wollt 5 Euro pro Spiel haben, wo ich glaube, durch das Runterhandeln wird die 90 Euro. Ich sag ja, das Spiel für 90, die ganzen, wenn man das sagt, 50 wollt ihr da haben. Gut, nee, ja, wir haben es hinterher, das 15. Also 115, das waren 15, nehmen wir das mal weg. Ja, ich bin jetzt durcheinander, weil ich muss das mal rechnen. Da haben wir jetzt, so wollte 20. Wenn wir jetzt, das habe ich 4. 20. Ja, nochmal 20, 40. Ja, also
auch so um die 50 Euro in dem Sinne. Ja, das war so 50, aber ich glaube, er wollte etwas mehr haben. Dann kann man so sagen, hat man ungefähr den Preis bekommen. Also 5 Euro das Stück, sagen wir, komm, von 5 Euro das Stück, die Promo von Tiny Tank. Ja, dann gucke ich weiter, was ist noch an interessanten Titeln dabei? Und zwar auch ein Titel, den ich nicht kenne, ich kann euch nichts dazu sagen, ich habe ihn noch nie gespielt, Terracon. Terracon, wie gesagt, auch die Promo, alle top Zustand. Und deswegen habe ich es einfach so mitgenommen. Und dafür habe ich noch 2 Spiele jetzt hier, auch Promos, wie ich sagte. Also in dem Fall, man sollte doch vielleicht mal genauer gucken. Aber auch hier ein sehr klasse Titel. Und zwar Ace Combat 3 von Namco, Electrosphere. Und hier steht sogar, es ist eine weiße CD und da steht Review Copy. Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen. Ich habe zwar Pressesachen viel schon gehabt, aber ja, im PlayStation 2 Alter. Und die Sachen habe ich mir so in die Sammlung dann selbst auch bekommen durch andere Kollegen dann oder auch gekauft. Ja, und jetzt habe ich die letzten, auch im Top-Zustand, auch ein Spiel, was wirklich zu empfehlen ist, weil es so ein bisschen Resident Evil-Style ist, aber actionmäßig. So ein bisschen, ja, also vom dieses Action-Adventure-Style von Resident Evil. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Chase the Express. Ja, habe ich bisher auch gehabt, nur eine Normalfassung. Auch hier seht ihr 2 CDs in der Promo-Fassung, auch deutsch. Ja, wann findet man Promos? Ja, und damit finde ich, das hat sich dann auch gelohnt. Ja, und das waren faire Preise, die der Händler aufgewartet hat. Ja, kann ich nicht anders sagen. So, jetzt habe ich schon viel zu viel geredet. Ihr habt viel zu viel lange zugehört. Ja, ich versuche mich auch mal kurzer zu fassen, wenn ich Flohmarkt-Sachen finde. Und ja, dann werde ich mal wieder so eine Shorts hochladen. Ihr habt, hier verlinke ich nochmal meinen letzten Short. Meinen ersten Job, besser gesagt, von letzte Woche, weil es gab da nur ein paar Filme. Und ja, das war es eigentlich, was ich jetzt gefunden habe. Was sagt ihr dazu? Ja, sagt mir, was ihr dazu sagt. Ich bin jetzt ziemlich fertig, weil der Flohmarkt war anstrengend. Ich bin früh aufgestanden. Ich werde jetzt das Video gleich fertig machen, damit ihr das heute noch am Sonntag bekommt wahrscheinlich. Es ist jetzt mittags, das heißt, ihr werdet das wahrscheinlich zum Abend hin ja, sehen können. Ansonsten, ja, hinterlasst da ein Abo oder ein Like, wenn es euch gefällt. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Schreibt mir ansonsten in die Kommentare, was ich besser machen kann. Vielleicht, wie es euch besser gefallen würde, wenn ich etwas besser zeigen kann oder so. Ach, egal. Hinterlasst auch einen Kommentar. Nur dann weiß ich es. Ja, das war's auch schon. Ne? Jetzt noch, habt ihr noch gleich ein paar schöne Bilder von den Funden und dann bis zum nächsten Mal. Thank you.